In diesem Video zeige ich dir, was fast jeder Amateurgolfer beim Einsatz des rechten Handgelenks im Golfschwung falsch macht. Und das Schöne ist, es ist ganz einfach zu lernen, aber es wird dir wahnsinnig helfen, den Ball wesentlich besser zu treffen. Also bleib dran, wir starten jetzt. Falls wir uns zum ersten Mal sehen, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, dann würde ich dich bitten, dass du meinen Kanal hier unten abonnierst und die Notifikationsglocke daneben anklickst. Das ist sehr wichtig, damit das funktioniert. Und dann werden wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Falls du meinen Kanal aufmerksam verfolgst, hast du sicher schon bemerkt, dass ich einige Videos veröffentlicht habe zum Thema Handgelenkseinsatz beim Golfspiel. Aber meistens spreche ich in diesen Videos über den Einsatz des linken Handgelenks. Heute aber möchte ich über etwas sprechen, was ganz, ganz selten besprochen wird. Und zwar, was macht denn eigentlich das rechte Handgelenk im Golfspiel? Und da wirst du vielleicht überrascht sein, wie einfach das rechte Handgelenk arbeitet, aber was das für einen riesen Unterschied machen kann, wenn du verstehst, wie du es einsetzen sollst in deinem Golfschwung. In diesem Video gehe ich davon aus, dass man einen neutralen Golfgriff hat, sprich, dass die rechte Hand seitlich mehr oder weniger am Griff liegt. Falls du dir nicht sicher bist, wie ein neutraler Golfgriff aussieht im Golf, dann habe ich bereits ein Video darüber gedreht. Hier oben kannst du noch einmal den Link dazu finden. Ich möchte es im Prinzip ganz, ganz einfach halten. Und zwar, ich möchte, dass du verstehst, dass das rechte Handgelenk im Golfschwung eine einzige Bewegung durchführt. Und das ist eine Beugung des Handgelenks nach hinten oder eine Dorsalflexion. Sieht so aus. Das heißt, man beginnt neutral und das rechte Handgelenk bewegt sich nur gerade so nach hinten. Und das Interessante ist ja, dass wenn man kurz vorm Treffmoment ist, oder wenn man die guten Spieler sieht und die sind kurz vorm Treffmoment, dann sieht man, dass das ungefähr so aussieht. Und wenn du hier genau her siehst, siehst du, dass ich wieder diese Dorsalflexion habe und die ist absolut maximal in diesem Fall. Würde jetzt zum Beispiel dieser Dorsalflex nicht hier sein, sondern ich würde ihn auflösen, siehst du, was der Schlierkopf macht, er kommt hier raus und das ist dann das, wo ich dann beginne, auch den Ball von außen anzuschneiden. Beziehungsweise gibt es natürlich dann auch andere große Probleme. Das heißt, bevor wir jetzt überhaupt starten, möchte ich, dass du das in deinen Kopf hineinbringst, dass wenn du hier kurz vorm Treffmoment bist, dass das Handgelenk maximal nach hinten geneigt ist. Kommt man jetzt zum Ball, wird dieser Flex langsam etwas aufgelöst und nach dem Schlag ist er eigentlich komplett weg. Das ist die Wahrheit. Aber die meisten Golfer haben ohnehin das Problem, dass sie zu früh diesen dorsalen Flex auflösen und diese Golfer werden eher angehalten, das Gefühl zu haben, dass sie diesen dorsalen Flex die ganze Zeit durch die Treffmomentphase durch beibehalten. Das heißt, ein gutes Bild ist, dass man sagt, okay, circa von der rechten Hüfte hier bis zur linken Hüftehöhe hier versuche ich im Prinzip diesen dorsalen Flex beizubehalten. Wenn ich das jetzt Richtung Kamera mache, dann wirst du auch sehen, wenn ich so einen kleinen halben Schwung mache, dass der Schläger jetzt mehr in diese Richtung zeigt. Würde ich jetzt in diese Richtung gehen, siehst du, dass der Schläger nach links zeigt. Und das ist eben eine gute Übung für die meisten Golfer. Noch einmal, tatsächlich möchte ich natürlich nicht, dass das so extrem wird im echten Schwung, aber die meisten Golfer brauchen das Gefühl, so zu sein. Tatsächlich wird man dann sehen, dass die Besten der Welt schon eher daher kommen. Nur um Missverständnisse zu vermeiden. Das heißt, du kannst bereits eine tolle Übung machen. Und zwar, du schwingst den Schläger bis ungefähr hierher, also bis zur Höhe der rechten Hüfte ungefähr. Und jetzt möchte ich, dass du nochmal schaust, ob du den Flex hier maximal hast und versuchst ihn jetzt durch die Treffmomentzone durchzuhalten, bis zur Höhe der linken Hüfte ungefähr hier. Und schaust, ob der Schläger eben so leicht nach rechts zeigt. Und dann kannst du natürlich auch mal einen Golfball schlagen. Das schaut dann so aus.
Ich habe den maximalen Flex hier. Und jetzt schaue ich, dass das hier so bleibt. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, ja, was macht das Handgelenk im Aufschwung? Nun, es ist so, wenn du ja im Setup stehst oder einen neutralen Griff hast, dann ist ja der rechte Handrücken ja mehr oder weniger ja, flach. Und was er machen wird, ist, du wirst schon bereits im Aufschwung beginnen, dorsal nach hinten zu gehen, damit du Ende Aufschwung bereits diese dorsale Stellung hier hast. Im Abschwung dann versuchst du diese Stellung zu lassen oder sogar noch mal zu erhöhen, also dass es noch mehr wird. Manchmal ist es so, dass wenn man schon zu viel in diese Richtung gebeugt ist, dass die Muskeln auf der Innenseite hier so gedehnt werden, dass sie einen Dehnungsverkürzungsreflex durchführen und die Hände wieder aggressiv in diese Richtung zurückschnappen. Wenn dir das passiert, dann versuchst du bitte natürlich im Aufschwung weniger dorsal zu sein im rechten Handgelenk, also etwas gemäßigter, und versuchst es dafür im Abschwung zu erhöhen. Viele Hobbygolfer haben ja das Problem, dass sie im Aufschwung das linke Handgelenk in einer zu starken dorsalen Stellung haben, also sprich eine offene Schlagfläche davon bekommen. Jetzt versuchen viele natürlich diesen Handrücken zu begradigen oder sogar leicht zu beugen. Und wenn du so einer bist, der Probleme damit hat, das zu machen, dann ist es vielleicht sehr, sehr hilfreich, nicht an die linke Hand zu denken, sondern mehr an die rechte. Und zwar, wenn die rechte nach hinten beugt, dann wird die linke Hand auch reagieren und wird auch etwas in diese Richtung beugen. Und dann bekommst du auch die Schlagfläche wieder unter Kontrolle. Das heißt, um es ganz einfach zu halten, beim Handgelenkseinsatz mit der rechten Hand möchtest du starten mit einer kleinen Beugung nach hinten, gleich von vorne weg. Und wenn du dann hier oben bist, möchtest du schauen, dass du, bis der Schaft hier parallel zum Boden ist, dass du hier die maximalste dorsale Beugung hast. Und dann, sofern du natürlich jemand bist, der gerne Chicken Wings hat und so einen Flip hier unten hat, dann versuchst du bitte, diesen Winkel hier durch die Treffmomentzone durchzuhalten. Und dadurch bekommst du Folgendes, und zwar du bekommst nämlich einen Schaft, der nach links geneigt ist, der Loft wird etwas weniger und du bekommst mehr Kompression auf den Ball, wie man so schön sagt. Und du wirst merken, dass die Bälle dann flacher wegfliegen und viel mehr Druck erzeugen und dass du wesentlich längere Schläger haben wirst. Das Thema Handgelenkseinsatz beim Golf ist ein sehr, sehr interessantes. Und ich habe zu diesem Thema ja schon einige Videos veröffentlicht. Diese habe ich übrigens hier zu einer Playlist zusammengefügt und ich würde dir empfehlen, dass du ein paar von diesen Videos ansiehst, weil diese geben dir dann ein Bild vom Handgelenkseinsatz beim Golf und wie du den Ball wesentlich besser treffen kannst. Und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss!